Der F1 war das nur, ne? Achso, und ich sollte die Aufnahme mal anschmeißen. Diesmal mal mit OBS. Stimmt, danach Tomete, das ist auch. Nein, die Bremse triggert immer noch, sehe ich gerade. Okay, an dem an der Anti-Rutschmatte liegt es immer noch nicht. Ja, entweder das ist so ein Zählrad, wo quasi sich dreht mit der Achse. Aber ich glaube, die ist bestimmt ein Poti. Ist Ja, bestimmt ein wobei ich aber Poti. immer noch Dann ist denke, in warum dem ist die Hardware, Poti-Staub. warum ich immer noch denke, es ist die Hardware, wenn ich den Fuß unter die Bremse hochdrücke, ist der Trigger raus. Hat Schumete schon gewählt, habe ich jetzt gar nicht Ja, habe ich. mitbekommen. Verstehst du, Okay. was ich meine? Okay, das könnte entweder Zufall sein, muss ich fragen, ob es immer so ist, oder da ist irgendwo ein Wackelkontakt drin, den du irgendwie Will ich verhinderst, wenn nochmal du da was kurz drückst. gucken, ob mein OBS Nein, also artig ist. Ja, ich ist er. drücke von unten hoch Der nimmt doch das auf, ne? Bremspedal einfach so, weißt du? Ach Gut, der so, nimmt quasi auf. über die Loslassstellung nach oben hinaus. Ja. Gut. Und da ist dann der Trigger raus. Dann kann Also ich. deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Hardware oder softwaretechnisch ist. Ja, ich denke schon, dass es Hardware sein soll. Ich meine, bei dem Rumdrücken drückst du auch nicht an der Software rum. Ja, das wird schon Hardware sein. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wann Jonas seins mir zukommen lässt. Tulde ihm zwar dann ein bisschen was, aber mir geht's nicht. Alter, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich Wie fahre jetzt ich denn hier rum? ich muss mich dran gewöhnen, dass ich die PlayStation-Version spiele. Ja, das sieht man aber. Ich weiß. Aber ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen die PlayStation-Version mir zu getan, so Kann weißt man die auch online spielen? Nee. du? Nein, PlayStation 2 konnte kein Okay, ja, Online. dann bringt das Ganze irgendwie nichts. Ich Aber habe über. selbst wenn, ich glaube, es wäre ein bisschen scheiße, das hier mit Emulator und das taucht Ja, wir nicht. können es zumindest mal versuchen, wenn es Ich jetzt habe nur übrigens offline ernsthaft ist. überlegt, aber solange ich dieses dieses Emulator-Problem habe, Bei was dem dann einen sah es ja scannt. gut aus, also. Von Du daher weißt. scheint ja zu gehen. Ja, aber du hast bei mir gesehen, dieses kleine Problem, das ist mit dieser komischen Kamera-Effekt-Sache da. Und ich habe überlegt, das eigentlich mal vielleicht zu streamen. PlayStation-Version. Boah, was ist das denn? What? Ja, mit dem Auto springt Naja, man da okay. selten. Obwohl, jetzt springe ich beim zweiten ab. Ich glaub's nicht, ey. Auch noch nie gehabt. Weil ich habe beim ersten Sprung richtig hohen Sprung gemacht. Ich würde wieder ein bisschen schräg anfahren müssen, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Dann fahren wir eigentlich die totale Scheiße. Ach, später erst zum Relativ Glück. spät. Im fünften Gang kommt bei dem nicht mehr viel. Nein, 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 die Wände. Ich traue mich kaum, die Bremse derzeit zu drücken, ne? Das ist der Wahnsinn. Oha, der gibt Vollgas hier, ne? Nein, ich bin einfach auf Gas zu gehen. Oh, aber der dafür nicht mehr, weil ich den davor Vollgas genommen habe, ging der nicht mehr Gott, Vollgas. oh Gott. Jetzt bist du weg. Oh, okay, ist das noch nicht warm. Aber jetzt weiß ich auch, warum Jonathan mich diese Woche nicht gefragt hat, hast du Bock zu üben, wenn er arbeitstechnisch nicht kann. Alter, what the fuck mache ich denn jetzt wieder von Weil die null? letzten zwei Male habe ich ja mit ihm. Nein, 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 Fahrzeug, nein! Ich kann hier fast mit Kirsche mithalten, das wundert mich. Ja, ich bin gecrashed und du wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht so schlimm. Ich mach ja einen dauernd Woran merkt man, dass Ja, meine du machst nicht Bremse genug langsam. Totale Scheiße. Muss ein bisschen mehr warten. Merkt man, dass meine Bremse langsam zu kotzen ist? Ich wollte gerade Gas geben und und ich habe gesehen, es triggert und was war? Mein Auto wollte kein Gas geben. Hä? Aber es sind doch zwei getrennte Achsen. Bitte? Sind doch zwei getrennte Achsen, oder nicht? Ja, aber wenn du die Bremse drückst und wenn die Bremse die ganze Zeit triggert und du gibst dann Gas, wie ist es dann mit Losfahren? Ach, losfahren, okay, ja. Bremse und Gas verträgt sich nicht zusammen. Man muss sich schon für eines entscheiden. Ja, würde ich ja gerne, weißt du doch. Ja, um Kirsche das Problem zu erklären. Bin langsam echt immer überlegen, ob ich auf Controller switche, wenn das nicht aufhört. Oder Keyboard. Wow, war das langsam. Nothing. Nothing. Nee, ich fahre keine Oh nee, Rennspiele. jetzt ist mir Kirsche weggefahren, scheiße. Sorry, Kirsch, aber ich fahre keine Rennspiele mit Tastatur. Und nach jedem Rennen tut mir die Hand so weh, Ja, dass das ich kannst stimmt. abschneiden. Ich drück 3, da auch immer 5, viel zu 5. doll die Tasten, weil ich so verkrampft bin, aber Erst recht, ja. weil die Rennspiele gerne auf die Pfeiltasten reagieren, wenn du es nicht umstellst. Und dann verkrampfst du dich mit dieser Hand so sehr. Ja, das kenne ich. Ich Aha. kann keine Rennspiele mit Tastatur. Frag Dennis, Need for Speed 4 Zeiten, wo ich mit Tastatur fahren musste.
Das war der Rage des Todes. Glückwunsch, du bist Was? Zweiter. Ja, Alter, Bremse! 6 Sekunden nach Kirsche, das, Alter, Bremse! Das hätte sogar noch weniger sein Nadine. Können, fast. So, jetzt kommt der Cheat Engine Trick. Und alles stürzt ab. Blub, umgestellt. So, und rein ins Spiel. Und los geht's. Der erste Martin, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt hab ich vor Schreck gar nicht geguckt, welches Auto wir fahren. Müsste der erste Martin sein, also ich... Scheiße, Stevie, du hattest noch nicht... Ja, doch, hattest du. Ja, okay. Es ist der erste Martin, ja. Nehmt ihn mal einen totale Kack-Opon. Scheiße fahren wir übrigens erst... Das mache ich die vorletzte Strecke. Ja, haben noch ein bisschen Schonzeit. Guck mal, wie schnell man die Strecke wechseln kann, wenn man die Sheet Engine hat. Das ist wenn schon du jetzt noch phänomenal. Wenn du jetzt noch einstellen könntest, dass jeder halt gleich das richtige Auto hätte. Ja, obwohl, na gut, da kann man die Farbe nicht mehr wählen. Das ist und die Reihenfolge nicht. Die Startreihenfolge ist dann ja auch, ja. Wieso habe ich eigentlich den Mercedes angepasst, wenn wir den heute gar nicht fahren? Ja, für nächste Fälle. Hintechnisch jetzt so. Ja, für nächste Fälle. Dann hätte ich ja vor zur Mitte schon fast den HSV bekommen sollen, aber da muss noch was angepasst werden, weil ich weiß, ne? Ja, ich muss doch das Dice-Logo, das, das habe ich ganz vergessen. Das Diggins-Logo, das Kanix-Logo muss doch drauf. Mann, ich fahr heute scheiße. Das liegt daran, dass wir heute totale Scheiße fahren müssen. Das ja, nur einmal zum Glück. Ja, aber ich weiß gar nicht, welche Farbe das genau ist, dass du auf der totalen Scheiße hängst. Ich habe eine neue Farbe hinzugefügt. Ja, ich kann auch nicht mehr. Ich kann mir die Farben merken, welche Standards mir jetzt waren. Schwierig. Ich hoffe, du kannst so fly sein und mir sagen, welches war. Es war als. Also, ich habe da was kopiert. Also, es also, war das, was am braunsten war. Es war als Gold deklariert in den. Also, in der. Edi, aus der ich das geholt habe, war es jetzt Gold deklariert. Ich finde zwar nicht, dass das sehr Gold aussieht, aber... Ja, bei der Edi hieß es ja auch, der niederländische Porsche wäre blau. Was? Ja. Da hieß es wirklich, der ist blau. Also... Leute, mein Fest vom Dealer weglassen. Muss ich nicht jedes Mal auf die Bremse drücken, damit es mich triggert. Langsam, diese Den Dealer, den habe ich garantiert jetzt nicht gestartet. Ich wollte den eigentlich auslassen wegen dieses Problems. Den Neustart habe ich jetzt garantiert nicht an. Okay, jetzt seid ihr mir beide komplett weggefahren. Welches Problem? Macht der das ruckeln oder was? Nein, aber weil man da auch sieht wegen der Bremse. Achso, du meinst, wenn du das Chaos nicht siehst, dann fühlst du dich zumindest moralisch besser. Ja. Ich weiß, ich habe das Problem, aber jedes Mal, wenn ich sehe, es triggert, auf die Bremse automatisch zu drücken, ist da auch scheiße, oder nicht? Ja, das nervt dann natürlich, wenn man es eh nicht ändern kann. Das ist recht, weil ich sowieso wieder mal komplett hinten bin. Das schiebt dann so einen schwarzen Fleck hier auf, dann weil ich nicht gestartet habe. Dann kann ich mir so richtig vorstellen. Mach ich mal mit OBS aufgenommen. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob meine Probleme in den Spielen langsam nicht sogar von diesem Bremsproblem kommen. Das müsste doch bei den anderen Spielen so ähnlich sein dann. Ja gut, HP2 ist mein schwächstes Spiel. Naja, aber das triggern das ja bei jedem Spiel. Ja. Wobei, beim Nice bin ich mir nicht sicher, wie das da triggert wegen den kombinierten Pedalen. Wegen den was? Achso, stimmt. Ja, dann, stimmt. Ja, jedes Mal, wenn das dann... Dann geht's nur ein bisschen vom Gas. Dann gehst du vom Gas, ja. Ja, aber der rutscht halt nicht von. Aber das sollte da wohl doch, denke ich mal, nicht so krass sein wie als bei Need for Speed 4 und HP2, wo die kombinierten nicht sind, oder? Eigentlich müsste es bei Need for Speed 4 am auffälligsten sein, weil du dann eben sofort ausbrichst und lenkst daneben. Da lenkst du ja quasi mit der Bremse. Weil ich sehe zum Beispiel gerade, dass es wieder kurz getriggert hat. Deswegen. Aber nice wäre es vor allem, dann merkt man halt, wenn du eine Gerade hast, weil dann, wenn du dann natürlich jedes Mal reinkriegst, dann gibt es halt jedes Mal Gas. Ja, bei mir fällt es bei, ich fahre ja dieses ETS-2 und ATS, wie du ja weißt. Und da fällt es mir auf, weil der Tempomat plötzlich rausfällt. Ja. Weil drückst du Bremse, ist Tempomat weg. Ist ja klar. Ja,
wenig Leute heute, echt. Ja, die Frage ist langsam mal, was ist mit Siebster und Lord? Die habe ich schon seit ewig nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, Leruti hat keine Lust auf HP2. Aber ist das eigentlich ein ziemlich geiles Spiel, aber... Ja, mag das Spiel nicht so. Ja, aber genauso wie halt, aber trotzdem aber auch Diebster und Lord. Okay, Lord hat dieses technische Problem, aber die, auch Diebster hält sich gerade komplett in den Hintergrund. Habe ich in einem Stream, in einem Video von Ravage mitbekommen, dass der HP2 nicht so gerne mag. Hat er eigentlich wieder alle seine Videos öffentlich gemacht, oder? Ja, sind wieder da. Was auch immer das für eine kurze Phase bei ihm war. Ach, wegen dem Instant Steering und hast du nicht gesehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der wieder will, dass der wiederkommt. So hart es klingt. Aber was klang ja erst danach? Alter, Bremse, hör auf, ich sehe das. Das Schlimme ist, ich bin ja noch nicht mal mit dem Fuß auf der Bremse und sie triggert. So wabbelig, so weißt du, die ganze Zeit so der Balken am Wackeln. Na hier, das. Bremsassistent. Ich meine, wenn du musstest mal mein Video, diese Videos sehen, wo das andere auftritt. Hier schon, weißt du was? Ja, ich wollte das vom letzten Renntag eigentlich angucken, aber noch nicht gemacht. Ja, aber, ja doch, da kannst du es auch schon sehen. Ja, genau, da hat es ja gesagt und ich konnte es nicht glauben, deswegen wollte ich es mir da angucken, aber ja, noch nicht dazu gekommen, die vom letzten Mal zu gucken. Aber vielleicht kannst du es aber auch in diesem sehen, hier passiert ja auch. Das ist deine letzte Runde. Mich nervt das auch so ganz langsam, weißt du? Mann, Cash ist ja überall. Ich meine, es ist hart, es ist langsam auch ein Verschleiß. Aber wie lange warum, hast du das warum genau schon? Die Bremse? Warum genau das, was am schlimmsten ist? Warum nicht, keine Ahnung, irgendein fucking Knopf oder so, weißt du? Nein, ein Knopf ist ja meistens digital, also da hast du die Möglichkeit gar nicht. Der geht oder geht nicht. Wie meine Schaltung, die geht nicht. Ich meine, ich habe zwar auch einen Knopf, der zum großen Teil nur keinen richtigen Druckpoint mehr hat. Ich bewege ihn leicht und dann passiert da was. Mir ist es auch nicht schwer, aber trotzdem. Meine Güte. Aber das ist halt noch verkraftbar, weißt du? Kann man denn nur wenn es die Pedale sind, ist es natürlich zum Kotzen. Einfach nicht möglich. Du hast gerade gewonnen. Ja, mit Glück, weil du Unfall gebaut hast. Mich nervt es, dass ich euch nicht mehr sehe. Weil das vorige Rennen war nämlich mal richtig kurz auf bei mir. Mann! Es ist die, wie ich sehe, die beide auf dich wäre. Halt jetzt die Bremse hoch. Die sind im Ziel und ich bin hier noch irgendwo am Arsch der Welt. Was willst du denn da? Fahr nicht da lang. Was ist das für eine Rundenzeit? 10.06. Ja, aber es ist 7/10 schneller. Ja, also, Es kann ein Hardware-Problem sein. Ich halte die Bremse gerade hoch. Triggert nicht. Ja, das ist komisch. Obwohl, nee, das könnte sogar. Nee, wieso komisch? Denn das ist einfach nur wackelig, das Ding. Also ausgeleiert. Weil kaum halte ich die Bremse hochgedrückt, was ein bisschen langsam mir am Fuß auch wehtut. Ist die Mechanik ausgeleiert. Deswegen hoffe ich langsam, dass mir Jonas das zukommt. Also sein altes Lenkrad. Zu kommen, dass wo ich deine Pedale nutzen kann. Ja, ist ausgeleiert bei dir. Das nervt so langsam und ich weiß nicht, ob ich damit auch so ein bisschen langsam immer mehr nach hinten rutsche, weißt du? Weil ich krieg damit natürlich auch Leistungsprobleme. Aber deine sind auch aus Plastik, ne? Deine Pedalen? Ja, Driving Force GT ist komplett auf Plastik. Meine auch. Ja, ich hab hier Alu-Pedalen, die... Ja, entschuldige, dass ich nicht so ein Kröses bin wie du. Ich sag ja nur, ne, die wie, sollten... keine Carbon-Pedale? Du hast das Rennen gewonnen. Driving Force GT, ne. Mann! Genau 7/10 halt. Scharf, ja. Wo holst du da noch 7/10? Also, ich hab ihn schon, langsam, dass die Posten von ihm bald kommen. Natürlich hab ich den wieder nicht angemacht.
Ach so, er wird einfach gar nicht dargestellt. Na, Gott sei Dank hat er nicht einen schwarzen Fleck oder so hingeklatscht, der Nö, nö, er OBS. nimmt nur das Fenster und malt es dahin. Und wenn es nicht da ist, dann malt halt gar nichts. Okay, Gott sei Dank. Aber ich mache ihn Ich jetzt weiß mal gar nicht, ob es sich lohnt, wenn man die Bremsen einen ganz minimalen Tücken drückt. Nur minimal, ob es dann noch ein bisschen weiter. Ja, das könnte auch helfen. Also quasi, wenn es. Also, da ist ja ein Poti dran und das Poti hat dann offenbar an irgendeiner Stelle von diesem So. Widerstandsband Weil. Kratzer, sodass er da halt eben mal gar Ja, keinen entweder ein Widerstand hat. Kratzer oder da ist irgendein Korn zwischen oder irgendein Genau, Staub drin oder irgendwie, so. dass es halt eben nicht mehr den Widerstand hat, den es da haben sollte. Und ein bisschen woanders hin könnte das Problem schon lösen, wenn dieser Schaden nur an der einen Stelle ist. Na gut, die 1,10 war aber besser als beim Üben. Immerhin das. Aber du schaffst halt eben nicht, die Bremse da die ganze Zeit stabil bei ganz bisschen gebremst zu halten, ne? Dann trittst du halt in die Bremse aus Versehen und macht's auch nicht besser. Mich nervt es auch langsam, weil ich habe das eine Zeit lang nur ab und zu gehabt und jetzt trifft es langsam komplett rein, durchgehend, weißt du? Da kann ich halt auch langsam nichts mehr gegen machen. Ja, dann hoff mal So. auf DHL. Weil ich habe eine Zeit lang Phasen gehabt, da war das nur ab und zu. Und jetzt habe ich das Ja, schon den dritten Blur. Tag in Folge. Wie lange hast du das Problem jetzt generell? Fast ein Jahr. So, mal gucken, wie das dann Müsste fast ein läuft. Jahr sein, oder, Oh, sieben Dennis? Runden. Jo. Das Problem. Wow, ich bin rückwärts gefahren. Schlecht, ja. Nicht mit der Was so? Bremse starten. Weil ich die Bremse aber auch einen Ticken gedrückt habe. Ich habe statt vorwärts rückwärts Ja, gefahren. deswegen, das kannst du nicht von Hand, so also von Fuß meine ich, also was ich meine. Hab's versucht. Wenn, dann müsstest du eine riesen Deadzone einstellen, dass du dann mit Das Fuß immer halb kannst gedrückt du. hast, gar keine Nur Wirkung oder muss sowas. Wanted. Nein, meine Fresse, nicht was die Vier hat, glaube ich, in der Zone, aber AP2 glaube ich Auch. nicht. Auch. Bin die Abkürzung nicht gefahren. Scheiße. AP2 ist kannst du auch Position einstellen, doch, doch. Ja, aber ich bin mir manchmal nicht sicher. Ich habe die Todeszone in Eurotech Simulator 2 schon fast auf der Hälfte. Verkehrsschnee stört mich, der sollte das sagen, erstmal mal Deswegen. so Lass dich abspannen. einfach zurückfallen, dann bin ich aus dem Blickfeld raus. Macht einmal. Nee, lass du dich doch mal zurückfallen. Was hältst du davon? Lass mich nach vorne zurückfallen. Nach vorne zurück. Jetzt wird man ja auch so komisch aufgesetzt, das ist auch gerade passiert dadurch. Wo hat der dieses Beef her? Ich nicht besitzt dank meiner Pedale. Auto, bleib da stehen. Alles gut. Was, willst du parken? Soll stehen bleiben? Nee, ich meine, bleib auf der Strecke. Das Stehenbleiben ist nicht gut. Aber eins muss ich bei der PlayStation 2 Version ja sagen, ne? Du fährst auf der PlayStation 2 Version manche Abkürzungen anders. Ja, das habe ich ja in den Videos auch gesehen. Gerade hier diese. Ist es hier oder bei. Diese Baumstelle oder auch diese eine Stelle vor dem Tunnel. Oder die bei dieser Tan diesem Tankbereich auch von dieser Map hier. Ja, Die bin ich auf der PlayStation Version ganz anders angefahren. du konntest auch irgendwie bei Startziel neben der Brücke im Wasser lang, um dann in die Abkürzung reinzukommen oder sowas. Ja Das geht gut, hier auf die der ja gar Stelle. Ja, aber nicht. du hast hier das natürlich auch Oh, nehmen bist du da so können. rangekommen? Weiß ich nicht. Hast du den fünften Neben benutzt? dem Ich benutze den die Tunnel, ganze Zeit. nein, neben der Brücke, das Wasser hast du da ja Aha, auch. hätte ich ja nicht gedacht, okay. Ja, jetzt habe ich vielleicht was verraten, hätte ich nicht machen sollen. Aber Ja, mir ich ist hätte an der Stelle den vierten, dachte mir, ja, kurz und begrenzt, was soll's. Aber Alter, was baue ich hier für eine Scheiße? bei mir ist aufgefallen, dass die Alter, Drehmomentkurve Bremse! Lass in dem mich Gas höheren geben! Bereich schlechter wird und ab 220 zieht der schlechter, als wenn ich in den fünften schalte. Alter, ich hab gerade den. Ist mir so aufgefallen. Damit habe ich keinen Bock mehr auf diese Pedale. Ich will Gas geben und er schwankt zwischen Ersten- und Rückwärtsgang gerade. Okay. Ja, das ist suboptimal. Ich hab keinen Bock mehr. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Was sollen die Scheiße gerade? Ich will Gas geben, eins rückwärts, eins rückwärts, eins rückwärts, ein rückwärts. Alter, was, das ist ja eine komplette
komplettes Eingreifen in mein Fahrverhalten. Lass dich doch mal überholen, Kersche. Ah, ungern. Geh weg, geh weg. Das habe ich doch mal die schöne Landschaft von diesem Wald hier. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Das ist ja, so krass, das ist doch, so krass reinzwickert, Kersche. Da siehst du mal, es ist immer schlimmer geworden bei mir. Mann, wenn das jetzt noch weiter reinzwickert, bin ich gleich Alter 4. Und jetzt bist du ja besser durchgekommen, wie es aussieht. Naja, durch die Kurve, aber davor bist du auch wieder näher gekommen, wo ich im 5. war. Aber nicht so krass wie vorhin zumindest. Der Sprung war scheiße, da wirst du nicht auch weiter wegkommen. Ja, jetzt drehen wir uns einmal komplett. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Was ja. War echt komisch vorhin. Ich hab mir eine F. OBS-Konto habe ich 2 nicht hooken, da habe ich mir gedacht, vielleicht ist ein Afterburn, das lag tatsächlich ein Afterburn, aber der schon reingehookt hat, also habe ich Afterburn Overlay ausgemacht, dann konnte ich HP2 im Spielaufnahme hooken und ich habe einen Unfall gebaut. Als wäre das jetzt mein dauerhaftes Problem, dass ich dieses Hooking habe. Und dann wollte ich aber trotzdem eine FPS-Anzeige haben. Hab die von Nvidia angemacht. Weil ich hab ja derzeit einen Riva-Tuner-Bug. Und das lief auch. Und nach ein paar Tabs hat dann das Hauptmenü geruckelt wie Sau. Und das konnte ich nur mit dem Rechner neu startbeheben. Und den FPS-Zähler von Nvidia wieder aus. Also deswegen warst du eben kurz draußen. Ja, Dennis, weil ich FPS-Probleme hatte. Du hast doch die letzten 1, 2, 3 fast Hot-Purse-2-Videos von mir gesehen. Mensch, warum bin ich denn jetzt gegen das Schild gefahren? Oder nicht? Das geht mir so auf den Sack jetzt gerade schon wieder. Und zu reden ist gerade eine Kunst für sich. Ich habe gerade andere Sorgen, aber ja. Ich weiß nicht, ob das in dem Video aufgefallen ist, wenn ich das Fahrzeug auswähle, ruckelt mein... Och, Mann! Warum mache ich denn die ganze Zeit Dreher? Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, immer wenn ich das Fahrzeug auswähle, so ruckelt mein Schild. Ja, da hatte ich das nicht, aber ich hatte es im Hauptmenü schon. In Game war die Fahrzeugwahl war in Ordnung. Aber im Hauptmenü, da war totale Katastrophe. Ach, ich glaube, jetzt habe ich kapiert, wie man diese komische Kurve da Vollgas nehmen kann. Welche denn? Indem man da Vollgas fährt. Ja, diese ganz große da. Die ganz große Kurve am See, dieser. Die am See da, genau. Ach komm, oh ne. Und was war die Erkenntnis jetzt? Wobei. Dass ich scheiße fahre. Also ich bin so ein bisschen außen gefahren, so auf dem Gras dann noch und dann hat es irgendwie geklappt. Ja, ja, genau, zum Ausholen von der Straße runter nach rechts. Ich habe ja derzeit ein kleines Riva-Tuner-Problem, wie du weißt, Dennis, ne? Ein Riva-Tuner funktioniert. Das hat das eine Windows-Update ausgelöst, habe ich jetzt auch. Hast du diese Meldung jetzt auch? Ja, entweder Grafiktreiber-Update oder Windows-Update, beides hat sich geupdatet. Bei mir war es das Windows-Update. Ja, ich kann dir safe sagen, Grafikkarte ist es nicht gewesen. Ja, dann war es das Windows-Update. Aber scheint ja trotzdem zu funktionieren. Ich glaube nur ein bisschen blöd, dass man die Meldung mal wegklicken muss, aber es funktioniert ja trotzdem. Dann, ich hoffe mal, ich bin gespannt, wann das nächste Kumulative kommt. Es gibt schon lange keine Updates mehr für Windows 7. Ich bin bei 10. Ach so. Warum das denn? Ich hoffe darauf, dass Stevie 7 benutzen würde. Das aktuelle kumulative Update von Windows 10 bringt einen Riva-Tuner-Fehler. Der hängt mit beim Afterburner mit dran. Oh man, das ist so frustrierend. Irgend so ein Hook-Up-Problem, weißt du? Ich hatte so ein schönes Rennen mit Kirsche und dieser blöde eine Schild hat das wieder alles kaputt gemacht. Das Krasse ist ja, als ich das kumulative Update gemacht habe, kam der Fehler. Ich habe den PC 4-mal neu gestartet. Der Fehler war immer noch da, weil das war ja schon öfter, Dennis kann das ja bezeugen. Du machst ein Update und kann es ja mal sein, dass der Riva-Tuner kurz diesen Fehler ausspielt. Und da dachte ich so, okay. Dann habe ich mich dazu genötigt, Windows 10 20H2 zu installieren. Ja, das geht bei mir überhaupt nicht. Also auf dem Notebook. Was ich noch lange nicht wollte, so weißt du. Aber der Fehler war immer noch da. Ja, dieses 20H2 versucht es irgendwie jede Woche mal und sagt dann, nö, geht nicht, probier's später nochmal. Alter, wieso fresse ich mich hier an den Wänden fest?
Rad erstmal bei 04. Ich wollte nicht auf H2 wechseln. Aber ich dachte, ich krieg damit den Bug raus, weißt du? Oh, ich glaube, ich sehe einen Stevie. Ja, siehst du auch, weil ich, weil manchmal bremse ich, wie du weißt. Ich habe aber auch keinen Bock mehr gerade so langsam. Es sollte mich nicht überraschen, wenn du mich auch noch überholst, also so ist es nicht. Wir gehen, vergeht nämlich gerade wegen meiner meines Pedalproblems die Lust. Ja, dann jetzt jeden Tag ein Mail an Jonah, der soll es zu DHL bringen. Der hat irgendwann nächste Woche erst irgendwann die Zeit dazu. Das ist wie bei Dennis, ich sehe Stevie und fliege ab. Ja. Ist wirklich so, gerade bei Nice ist das so. Okay, diesmal habe ich die Kurve nicht. Ich habe ihn schon gestern oder vorgestern angeschrieben. Ich hoffe, er schickt es mal los. Vor allem bei Nice ist das so. Ich will immer zweimal überrunden. Oh, ich habe doch das Problem mal zum Mailzimmer gehabt. Ich will den überholen und immer wenn ich an ihm dran war, umfall. Kann das rote Auto nicht Kirsches sein? Ja, ist es ja. Wie? Ja, ich bin gerade abgeflogen. Nicht, was ich überhaupt hätte oder nicht, weiß ja, nicht mehr, das, aber zumindest ziemlich ja, gut, abgeflogen. Das bringt mir jetzt in der siebten Runde. Alter, Stevie! Du, was also, denn? Falls du gerade nicht absichtlich gebremst hast, dann waren deine Bremslichter gerade lustig am Leuchten in der Kurve. Ja, hab die flackern voll. Habe ich wieder angeblich gebremst? Die Bremslichter waren ab und zu, ich habe zumindest dreimal flackern gesehen. Ja, dann, also siehst, du, dann siehst du ja, wie das reinzögert. Hm. Ne? Ja, das sieht man ja an seinem Wieler ja schon. Leider. Ah, was ist das jetzt hier? Ja, aber was soll ich denn machen, Dennis? Auf Jonah hoffen, dass du die Pedalen kriegst. Mehr kannst du auch nicht machen. Was willst du machen? Weil mir vergeht so langsam die Lust. Ohne Todeszone einstellen, aber wie hoch musst du da mittlerweile schon stellen? Ne? 100%. Ja, wenn ich in ATS, in ETS und ATS bin ich schon bei über, bin ich bestimmt schon fast bei über einem Drittel. Wenn nicht sogar fast schon die Hälfte. Ach Gott, ist das schlecht. Nee, es gibt nicht viele Varianten. Du könntest entweder Bremse auf den Knopf legen oder ganze Tastatur spielen. Oder anderes Lenkrad. Nee. Also ich weiß nicht, wann Jonah die Zeit halt hat. Ich will ihn aber auch nicht hetzen oder so. Ne? Nee, bloß nicht. Sei froh, dass du es umsonst kriegst. Nein, umsonst ist es nicht. Das hat mich auch gewundert. Umsonst 25. Ach so. Okay, das ist... Ja, das aber er weiß... Nicht. Ist recht, weil sich bei mir das Geldliche gerade etwas... Ja, ja, deswegen hätte es ja sein können, aber... Nee, wusste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt zwischen März, April ein Geld-Switch leider. Oh, was ist das denn für eine Runde Zeit, Demon? Will ich jetzt aber auch im privaten... Wieso? Ist das scheiße oder was? Nee, schneller. Dennis, will ich jetzt aber auch in der Aufnahme nicht sagen, darum geht's nicht. Wenigstens ein Erfolg. Aber ich habe ihm gesagt, es kann sein, dass es entweder in einem Monat schon schaffe oder ich ihm das splitten muss. Weil ich schulde dir, glaube ich, auch immer noch, wenn ich mich nicht irre. Nicht gerade wenig. Ich finde das so gut. Alle Spiele jetzt mit Cheat Engine die Einstellung ändern. Ja gut, du musst jetzt auch skripten. Man kann ja offensichtlich rausfinden, wann das Spiel beendet wurde. Also wenn alle im Ziel sind, kann Isaac ja auch. Und dann musst du automatisch die Cheat Engine an die nächste in der Strecke lädt, also einstellt. Macht er doch, glaube ich. Nö, er muss raustappen und von Hand anklicken. Das könnte man halt noch ich mehr automatisieren. Ich bin froh, dass er uns nur dazu so nötigt, das bei Nice zu machen. Ja, bei Nice geht's ja nicht anders, weil die Klienten das sonst nicht haben. Bei Need for Speed ist es ja so, dass der Server an die Einstellung an den Klienten, ja, übergeben. Aber das macht Nice ja leider nicht. Na ja, gut, das sind ja bei Nice ja auch Autoeinstellungen, so wie man hier ja auch selber auswählen kann, ob man manuell oder Automatik oder welche Farbe fährt. Ja gut, bei Nice hast du ja die Möglichkeit wiederum von wegen Getriebe, Autoeinstellung, genau. Dämpfer und Reifen. Die musst du hier, also die Autoeinstellung ja, auch manuell. Aber die machen. Anderen Sachen, die Wetterbedingungen und so weiter, die überträgt er ja auch nicht oder Fahrtrichtung. Aber das liegt daran, weil Arcade das ja normalerweise auch gar nicht hat. Ach stimmt, die Richtung überträgt er ja auch nicht. Ja gut, wir greifen aber auch Sachen auf die Arcade zu. Das ist halt, geht halt nicht. Der halt Sieg klar. Gehört ja, deswegen dir. Halt. Weil die Arcade das normalerweise nicht hat, überträgt Nice es auch, halt auch nicht an die Klienten, deswegen müssen sie eben halt auch die Klienten haben. Das ist halt das Ding. Oh, was ist das? Aua. Wir haben also gerade schöne Doom-Musik hier. Ich habe jetzt Jonathan einen Seufz geschickt. So. Ich schäme mich ja dafür, dass ich das mache.
Oh ja, die war echt nicht Aber schlecht, vielleicht auch deutlich besser versteht er zum mich Üben. da auch ein bisschen, weißt du? So. Hier schon. Ja. So, dann kann Gesagt, ich schau wieder dir rein. mein, schau dir dieses Renntagsvideo an, was am Dienstag kommt. Da ist, siehst du, was Phase So, ist. dann muss ich wieder kurz gucken, ob mein Profiler geht. Ja, tut er. Du und dein Profiler-Problem, ne? Was war das Ja, nochmal? naja, dass ich mal, das manchmal das Standardprofil in-game ist, wenn ich wieder reingehe ins Spiel. Dann habe ich manchmal das Standardprofil statt das HP2-Exe-Profil, wo ich weniger Force Feedback, bzw. bei HP2 gar kein Fußfeedback. Und, ja, und die Keybindings natürlich, ne? Ja, auch Konnte doch. strange, dass das mittendrin ändert. Trotzdem schäme ich mich Ja, durch dafür. das Alt-Tappen, weil das ist ja, weil die Sachen sind ja an dem HP2-Exe-Prozess gebunden und wenn Alt-Tab drückt, dann stellt sich das ja, weil man das Fenster nicht mehr Not Fokus that ways. und ja, manchmal checkt das nicht, dass ich wieder im Spiel drin bin. War etwas stupid, aber ist halt leider Wir haben so. heute nur zweimal Sprintrennen. Zweimal was? Ja, das kann eben kommen. Am Start, das erste Rennen und das Ach, letzte Rennen. Sprintrennen, ja. Ja. Der größte. War das eben Absicht oder war das richtig? Was? Dass du gebremst hast. Ich habe bis jetzt die Bremse nicht gedrückt. Okay, also zweimal habe ich dich schon Was bremsen rutscht du hier? sehen. Muss ich da noch was zu sagen Wie zum Mädchen? konnte er da rutschen? What the fuck? Oder hast du es langsam verstanden, mein Doch, doch, Problem? ich hab's schon verstanden, aber. Dadurch Kirsche Wenn ihr wieder weißt, alle oder wie Berge. oft es gewollt ist oder nicht, das ist die Sache. Ja, vielleicht Ich habe ich habe mit bis jetzt der. die Bremse nicht betätigt. Okay. Herr Demon, vielleicht habe ich mit der Cheat Engine ganz kurz Call-On gemacht, nicht zur Seite geschoben. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob das in den letzten Videos aufgefallen ist, aber ich traue mich kaum noch, die Bremse zu drücken sogar. Ja, das Drücken ist ja egal, ne? Das ist alleine drückt das Problem. Nur, aber deswegen vergeht mir auch so langsam die Lust. Ich meine, dass HP2 mein schlechtestes Spiel ist. No comment, so, weißt Fuck. War der falsche Gang vom Dreck. Ich dachte, hier komme ich auf mehr Speed schon, aber du? nö. Gesagt, Kirsche, viel Spaß, wenn du das hier anschaust, dann siehst du das, was ich meine. Oh, das habe ich getan. Falls du es dir anschaust. Ja, oder ich gucke mir das von letzter Woche an. Wollte ich eigentlich auch machen, aber ja. Wobei diese Woche, seit dieser Woche passt jetzt täglichst. Oh, was da passiert, Kirsche? Ach, ich weiß auch nicht. Brain out. Die höchste Hochtonhupe, die ein Ferrari haben kann. Ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass die bestimmt irgendwas anderes genommen haben. Nein! Ah, jetzt Okay, wollte ich kapiert sie Windschatten. es nicht. Du brauchst keinen Windschatten. Gibt es doch nicht in HP2. Gibt es eigentlich irgendein Need for Speed Teil, wo es sowas gibt? Ja, ich glaube bei Ja, Underground. Underground 2 wollte da, glaube ich, doch das Nitro mit auffüllen, ne? Ja, ich glaube auch das erste schon. Das erste habe ich lange nicht mehr gespielt, aber ich glaube, du hast recht. Aber bei dem Spiel bringt einem das fast gar nichts, oder? Es Ich wurde wesentlich übrigens weniger als bei Dice, das ist schon klar. gestern so in Discord gefragt. Du bist doch Need for Speed Fan, oder? Underground ist viel zu schnell für den Schatten. Nein, aber ich wurde so gefragt, du bist ein Need for Speed Fan, oder? Ich so, Alter, ich bin in einem Rennclan, wir spielen Need for Speed 4 und HP2. Er so, okay. Weiß ich Bescheid. Weil ich habe mir gestern oder vorgestern Need for Speed 2015 Richtig, gekauft. Kirsche. Mir fehlt jetzt noch Heat und Hot Pursuit Remastered. Aber derzeit kannst du Need for Speed Oh, was auf war das denn Origin, für ein Winkel? auf Origin und Steam wohl Aber noch nicht reduziert werden. gereicht. Bis zum 25. Februar oder so. Ja, es hat schon gereicht, weil guck mal, wie dicht Man die kriegt die schon neuen Need for Speed Teile bei Steam. Ja, Ja, irgendwann bringt ja hat doch nichts. EA wieder die Möglichkeit zugelassen, dass die Sachen auch auf Steam sind. Ja. Ja, aber da du sowieso Origin dann starten musst, bringt mir das einen Aber bis Schweißen. zum 25. sind die Spiele runtergesetzt. Ich meine, wie gesagt, Need for Speed Der sind bei Origin auch. Ja, Need for Speed 2015 habe ich schon 60% günstiger bekommen. Ja, ich habe das 2010er ja gekauft für 18 Euro. Was passiert?
Ja. Wo 2020 die Remastered-Version zu kann. Ja, ja, habe ich gekauft für 18 Euro. Laut Lirouti sind die Online-Server für die 2010er-Version raus. Weil die Remastered-Version draußen ist. Ja, ich habe ja die Remastered jetzt. Ja, die ist 2020 gekommen. Oh Mann, ey. Wo ich dank dir, weil, dank Lirouti weiß, dass du darüber meckerst, weil es keinen Lenkrad-Support hat. Kein was? Ja, aber ich muss mich da erstmal von selber von überzeugen, weil eigentlich. Ja, aber würde mich nicht wundern, wenn das so ist, weil. Ja, aber das würde auch Game Pass ausschließen. 2015, weil, Payback und Heat haben das erst mit irgendeinem Update bekommen. Aber also irgendwann hatte ich mal so ein Review zu. Aber demnach kann das ja nur Xbox-Controller unterstützen, weil wenn das keinen Direct-Input hat, dann ja, schied das ja auch Controller aus. Hast du Run gesehen, dass das irgendwie angeblich nur Tastatur kann? Nein, das ist gelogen. Okay. Aber Heats letztes Update war ja damals das Lenkrad-Support. Das war das eigentlich letzte muss Update, es nur was, Direct-Input supporten, dann was, sind Lenkrad unterstützt. Was Heats bekam damals? Wenn das kein Lenkrad kann, dann muss es ja nur Xbox-Controller unterstützen. Lirouti will ja unbedingt, dass ich mir Hot Pursuit Remastered hole, aber ich bin Geld für. Ja, es wird ein bisschen schwierig für dich, ja. Ja, ist recht, weil zwischen März und April sich leider bei mir was entweder im positiven oder im negativen endet. Ich glaube eher im negativen, weil ich noch nicht genau so weiß, wie das denn aussieht. Für Cash läuft es aber auch nicht ideal. Was? Mal Auto, please! Was ja, soll ja, das? Ja, genau, ich brauche definitiv mehr Hilfe, mehr von sowas. Sag mal so, Dennis, Mann, ich wusste einen Antrag. Hat man einmal meine Chance gegen ihn und dann. Dennis? Oh Gott! Ich musste einen Antrag zur Stadt stellen. Reicht das als Antwort, was eventuell sich bei mir ändert? Ich gehe von einem Institut zu einem anderen. Okay. Das ist die letzte Runde. Ich weiß leider nicht, ob ich dadurch mehr oder weniger habe. Ja, hoffen wir einfach mal auf mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann euch das ja später nach der Aufnahme erzählen, was ich meine. Ach, diese Stelle hasse ich, das Kirsch immer so schnell in dieser Ecke hier. Da komme ich irgendwie nicht aus dem Kopf, ich weiß auch nicht. Was nervig ist, ich habe es ja vorher irgendwie ein bisschen geübt, probiert und ich weiß genau, an welchen Stellen ich es wie machen will. Ich mache es nur die ganze Zeit irgendwie nicht. Wie ist ja, gut, das bei Dennis? Bei der Kurve Dennis, vorhin auch bestimmt Dennis zwei, übt. Oh, Dennis weiß genau, wie er fahren muss und dann kommt der Rennsack. Ich war nicht schräg genug. Dann läuft alles schief. Ja, läuft auch wieder viel zu viel schief hier. Das ist unglaublich, echt. Ich bremse hier überhaupt gar nicht in das Rennen. Das Rennen hätte ich nicht verlieren dürfen. Das ist. Noch hast du es nicht verloren. Doch. Es sei denn, du machst noch einen Fehler. Genau. Du aber hast es verloren oder meine Fehler gemacht hast. Und es ist bei dir meistens vergebene Hoffnung, also. Dein Wort in wem auch immer sein Ohr. Ja, in Dämons Namen, wolltest du sagen. In ja, Dämons Namen? Ja, der passt ja jetzt nicht, ne, also. Dann bleibt ja nur das über. What the heck? Was ist das denn für ein Sprung? Ich wäre ja fast umgekippt. Ich habe gerade Stevie auf der Brücke gesehen. Meinst du bei dem Sprung da, wo ich fast umgekippt wäre? Wollte runterspringen, oder was? Ja, natürlich, das sowieso. So schlimm ist das nun auch nicht mit dem Lenkrad, also. Das Lenkrad ist es ja nicht, nur die Pedale. Da brauchst du nicht direkt jetzt von der Brücke springen lassen, ne? Da findet man eine Lösung, halt. Das. Ich hab keinen Bock mehr. Knapp. Ich hab, weißt du, Dennis, ich hab keinen Bock mehr. Ich schmeiß mich von der Brücke oder so. Genau, weil das Lenkrad die Bremse auslöst. Ich schmeiß die Pedale von der Brücke. Ja, die sowieso. Glaub mir. Also, wenn die Pedale von Jonas funktionieren, ne, du glaubst gar nicht, was ich mit den alten mache. Ich glaube, ich hau da mit dem Hammer drauf. Nee, versuch's zu reparieren, vielleicht klappt's ja. Ich hätte das nicht. Ich hab da noch keine Ahnung von. Oh, kann mir mal einer mal so ein Scharfschützengewehr geben?
Was soll ich denn machen, Kirsch? Ich hab nur. Weil das sind so Heißluftballons, ich würde gerne mal draufschießen und wissen, was passiert. Ich hab doch keine Ahnung, wie ich das. Ja, macht ja nichts. Stell dir mal vor, das sind doch Segelschiffe und diese Heißluftballons. Es kann doch sein, dass wenn ich den Heißluftballon mit dem Scharfschussgewehr abschieße, dass die Insassen dann auf ein Boot fallen und dann können sie an den Strand. Nein! Warum? Ich fresse mich an der Wand fest und drehe mich um 180? Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du da getan hast. Wir werden es in dem Video sehen. Jo. Ich habe auf jeden Fall viel zu viel Scheiße gebaut. Dennis auf jeden Fall. Der gibt immer... Ich find's immer cool, Dennis, wenn er sich ein Video von mir anschaut, ich krieg eine komplette Analyse, entweder in den Kommentaren oder in Discord. Wie hast du diese verfickte 1,57 geschafft? Ich hab doch keine Zeiten geschaut. Da wird mir schon wieder schlecht, wenn ich darauf gucke. Das war, ja genau, es war die letzte Runde. Die letzte Runde war die einzige Runde, wo ich, wie schreibe ich jetzt die Stelle? Ich hab, beim Üben war ich 1,58,06, also das war, also die war sowieso schlechter gefahren. Aber die vorigen, die waren besser als beim Üben. Außer natürlich die erste Strecke, die war komplette Katastrophe. Okay, nächstes. Die nächste fünf. Ist schlimmer. Ich fand immer noch nicht die totale Scheiße. Nein, es kommen noch zwei dazwischen, glaube ich. Ja, genau. Wir haben jetzt noch den nochmal den Aston, dann den Opel und dann den Ford. Irgendwie und ist der Aston hier auch nicht so geeignet für. So. Ach ja, ist der gleiche Strich. Ich wundere mich schon. Wieso wechselt der nicht die Strecke? Ich glaube, dass ich jetzt mit meiner Sheet-Engine los hier. Ja, aber wobei wir haben. Stimmt! Das Einzige, was sich ändert, ist die Rundenzahl. Auto und Rundenzahl, ja. So. Haben schon alle? Ob ich das in der. Also, die okay. Okay. Und ich haben. Ob ich das in der Timeline-Funktion hinkriege, das zu verstehen? Naja, im Auto kann man es ja. Ja, aber weil ich ja immer. Kann ich den Ferrari zurückhaben? Deine Videos schaust, ich hau ja in die Timeline rein, dass du immer wirklich siehst, wann das nächste Rennen halt kommt. Ja. Das mache ich ja immer nach dem Ladescreen eigentlich, weißt du? Ich fand den Ferrari besser als dieses Auto. Ach so, und wenn es keinen Ladescreen gibt, ja, okay. Ja, da muss ich dann genauer gucken. Wobei, wenn man safe ist, wenn ich am Dienstag das Video online bringe, hat es bestimmt nur 1080p, weil YouTube ewig braucht, meine Videos zu verarbeiten. Ja, bei HP2 sowieso. Ja, aber ich habe jetzt ein Video für Montag und Mittwoch in Planung, ne? Und auch bei denen hängt immer noch HD-Version wird verarbeitet. Ja, ja. Und die sind beide nur knappe 20 Minuten, 6 GB. Oh Mann, ich check das mit dem Jumpen heute hier nicht hin. Also da frage ich mich, was hat YouTube bitte in der HD-Verarbeitung verwurzt? Gar nichts. Einfach nur die Rechnerleistung nicht da. 6 GB! Ich habe das gestern oder so hochgeladen und es hängt immer noch in der Verarbeitung, in der HD-Verarbeitung. Ja, guck mal, wie viele Leute da was hochladen. Aber meine Videos endkultieren auch 2 bis 3 Tage. Ja, ist schon echt krass. Das Hot Pursuit 2 Video von der PlayStation hat über 1,5 Tage gebraucht. Und die Meldung ist im Videomanager immer noch, aber doch schon 1440p. Das Complex Doom 99 habe ich auch 2 Tage für gebraucht. Ja, aber das war mal viel schneller. Ja, Corona, Leute sind mehr zu Hause. Ja, genau, da werden mehr Videos gemacht, glaube ich nämlich auch. Ja, natürlich. Das merkt YouTube auch. Und weißt du, wer schneller in der Warteschlange kommt? Nein, ich will da jetzt nicht Vorurteil bringen. Irgendwer, der 1 Million Follower mehr hat? Ja, die Großen. Macht ja auch Sinn, ja. Aber es ist eigentlich schon heftig, dass die noch mehr gepusht werden und was weiß das ich nicht alles. Ja, ist nicht heftig. Sinnvoll. Ich will da jetzt aber auch keinen Mega-Hate oder Vorurteile oder bringen. Aber wer sagt nicht, dass es vielleicht sein kann, weil halt YouTube da Potenzial wegen Geld und so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, ja. Es ist ja logisch. Die machen das nicht nach alphabetischer Namensreihenfolge. Das nicht! Weil dann wäre ich. Aber auch dann wäre Stevie relativ spät dran. Ja, wobei, aber dann wäre Dennis schneller dran als ich. Dann wäre der sehr, sehr schnell dran. Dennis fängt mit D an, nicht mit M. Ich möchte aber noch mal betonen, das ist ein Klasse 2 Auto, Kirsche. Nein, das ist kein Klasse 2 Auto. Das fühlt sich eher wie ein 3 Klasse HSV. Ja, komm, das ist jetzt aber gemein. Nee, okay, so schlecht ist es nicht, nee.
Sag mal, nee, das kann nix. War das nur am HSV, war das auch am HSV dran? Oh Gott, da kommen ja nicht mal um diese Kurse hier HSV rum. Genau, der ist echt scheiße. Warte, das kann nix. Hast du es auch am HSV getan? Ja, ich habe ja hier doch das Logo nicht, aber ich hab's auf jeden Fall vor. Das heißt, der HSV kriegt zwei Skills? Der ID ist ja schon drauf. Ja, klar. Ja, also ich gebe einmal den HSV-Skin für den HSV, logisch, und halt dann noch den Kanik-Skin. Pack das doch zusammen, ja, irgendwie. Weil überleg mal, die halt Videos streamen, dann sieht man halt beides, weißt du? Ja, also zusammenpacken macht Sinn. Also zwei verschiedene Farben für das gleiche Auto. Eine Farbe hat den HSV-Skin, eine Farbe hat den Kanik-Skin. Genau. Ja, erst recht halt für die halt Videos streamen, dann sieht man das auch direkt. Oh. Meine Güte. Deswegen habe ich auch die totale Scheiße dran gepackt heute. Damit man das halt auch sieht. Ja, kopiert habe ich die Dateien auch. Halt probiert habe ich noch nicht. Jeder hat, ne? Ja, du musst uns doch die Farben sagen. Nö, es, musst du sagen, welche Farben wir auswählen müssen. Ja. Ja, bei totale Scheiße musst du braun wäre. Ja, der wird nicht. Ne, der hat irgendwie was. Alter, wieso drehe ich mich eigentlich bei jedem Fahrzeug heute? Ja, es also war das, was bei den Autos, die halt im Spiel sind, am ehesten braun war. Das war halt auch irgendwas vom Aston Martin. Das wird da als Gold deklariert, aber eigentlich ist es, sieht's eher braun aus. Okay. What the fuck? Obwohl, Ford müsste ja eigentlich schwarz sein, ne? Ja, zum Model T hat der Ford, also der Typ, der so hieß, mal gesagt, den Model T gibt's in allen Farben, solange sie schwarz ist. Ich habe in Ford Hörste 2 gerade was geschafft, das glaube ich doch recht interessant ist. Ich habe mich zweimal überschlagen. Du meinst direkt nacheinander oder im gesamten Rennen? Nein, direkt hintereinander. Ja, das ist komisch. Es gibt nicht mal Bonuspoints dafür. Weil ich die Abkürzung nehmen wollte. Du hast gewonnen! Mit den Tischen und den Stühlen da, weißt du? Eine Sekunde. immer diese eine Sekunde auf Cash. Das ist schon so ein Traditionsding. Random.org ist interessant. Random.org dachte sich, ihr seid doch jetzt... Und die eine Sekunde hatte ich beim Üben. Bei Random.org hat so gedacht, jetzt habt ihr den neuen HSV, dann brauche ich ihn euch nicht mehr aufzwingen. Nein. Random.org hat sich gedacht, ihr seid doch die ganze Zeit jetzt schnell gefahren. Komm, so, ich gebe euch jetzt den Speedster. Ja, jetzt kommt Speedster. Ja, ich bin heute noch mal ein paar Rennen gefahren. Ich bin keinmal so schnell gewesen wie gestern beim Üben. Keine Ahnung. Ich meine, von der Rundenzeit her jetzt. Von der Rennzeit natürlich schon, da war ja gestern viele Crashes drin, aber von der Rundenzeit nicht einen einzigen. Welche Farbe? Rot. Passend zu den roten Palmen, die wir haben. Rote Palmen? Achso, ihr habt wieder so eine rote. Ja, wir haben ja rote. Ja. Ich muss aber nochmal kurz mal Lenker testen. Hast du immer noch nicht drauf, Kirsche? Nö, ich mag die. Nee, er mag, glaube ich, er mag wahrscheinlich braune Palmen lieber. Wagen wählen, so. Das wieso habe ich denn, sorry, kannst du es? Ich war in Gedanken. Ich wollte gerade sagen, ich habe Dennis und dann du? Ich habe irgendwie einfach ohne auf Reihenfolge einfach mal klicken, passt schon. Ich denke mir so, wieso sehe ich denn jetzt Kirsches Namen zuerst? Und so. Dafür fällt Tomate jetzt mit dem Elise. Und dann Tomate. Aber dafür musst du nicht neu starten, den kannst du einfach wechseln. Wechsel. Hast du gewechselt? Ja, habe ich. Was ist das denn? Ich wollte auch ein Auto haben. Neustart, wir haben nur drei Leute. Ich hatte noch nicht ausgewählt, ich wollte warten, bis Tomate gewechselt hat. So, Steve. Ich dachte jetzt Steve ja schon. Warum hast du einen Vauxhall? Er probiert alle mal durch. Irgendwie kriege ich das heute nicht richtig hin mit richtig klicken. Stevie, hast du schon jetzt, oder? Ja. Ja, aber du hast einen Vauxhall genommen. So. So, jetzt aber. So, jetzt kann ich auch, ne? Alles gut, wunderbar. Wobei, gut, sachlich gesehen macht es auch keinen Unterschied. Ich glaube, ein paar km/h sind Unterschiede? Ja, sogar. Irgendwas mit der Gear-Effizienz, die war 0,02 anders. Und irgendwas, und die Fahrt, haben jetzt alle oder nicht? Ja, starte. Ach so, okay. Das Spiel hat sich zeigt mal nicht an, dass Kirsch ein Auto hat. Also ich hab's gesehen. Ja, mein Spiel hat, glaube ich, nein gesagt. Ich muss mal beim Video gucken. Ja, das geht. Oh, Alter, Stevie, deine Bremse flackert. Die flackert gerade die ganze Zeit. Bei dir ist das, ja, wie als hätten wir Weihnachten. Surprise!
es wäre Weihnachten, ein Weihnachtsbaum oder so mit flackernden Lichtern. Ich sag da halt nichts mehr zu. Ja. Ey, ich würde echt mal die Bremse auf den Knopf legen. Ich meine, schlechter werden kann es eigentlich nicht. Oh Gott, nee, damit kannst du nicht fahren. Auf den, ja, aber so kannst du da auch nicht fahren. Ja, aber das geht erst recht nicht dann. Also ich könnte es nicht. Ey, du musst jetzt hier nicht so wahnsinnig viel bremsen bei HP2, oder? Du vergisst das HSV-Profil nicht. Bei manchen Fahrzeugen doch. Warte mal, irgendeins gab es doch, das funktionierte nur mit Bremsen, war das nicht so? Das war bei NFS4, glaube ich. War das ein Mercedes oder so? Dann ist das X4, meinst du wahrscheinlich der Galat und der geht nur mit Bremsen. Ach nee, du meinst die Handbremse, ne? Also, fuck. Und die ist auch Knopf. Alter, lass mich doch! Hier erstmal 10 Kilometer nach oben springt bei mir, war sehr spannend. Alter, ich bin wieder ganz hinten, weil mein Fahrzeug sagt, Gas geben? Ja, hier ist ein Rückwärtsgang, hier ist ein Rückwärtsgang, hier ist ein Rückwärtsgang, hier ist ein Rückwärtsgang, hier ist ein Rückwärtsgang. Alter, das ist ja unglaublich. Ich will nicht mehr. Vielleicht solltest du für die Zeit echt einen Controller benutzen. Also ich würde jetzt auf irgendwas anderes wechseln, glaube ich. Ja, das macht keinen Sinn so. Entweder Satur oder auf Taste bremsen oder irgendwas. Alter, ich bin kurz vor einem Alter 4. Ich würde für den nächsten Renntag einen Controller benutzen, tatsächlich, bis du das Lenkrad von Jonas hast. Nice 2 mit einem Controller? Ja, aber besser als gar nicht. Ich meine, das ist doch Blödsinn, was du damit... Also ja, macht doch keinen Sinn mit dem Teil. Also mit dem Problem, ganz ehrlich, glaube ich, dass du mit dem Controller besser zurande kommst als mit dem Lenkrad. Das glaube ich auch. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass... Weil wenn er ständig so hart bremst, das ist ja unglaublich, dass schon der Rückwärtsgang reingeht, what the fuck. Ich habe mich schon gewundert, dass den Nice 2 nicht mehr besser bist als ich, aber wenn das jetzt wirklich so extrem geworden ist, dann... Ja, seit dieser Woche ist es richtig schlimm geworden. Ja, dann ist es ja kein Wunder, da kannst du ja nicht performen, da musst du wohl erstmal einen Controller benutzen. Okay. Normalerweise oder kann Tastatur. Normalerweise kann man da Vollgas rüber, warum geht das diesmal nicht? Oh, ich bin auch schon einmal abgeflogen da. Was hab ich da jetzt so falsch gemacht? Wie gesagt, schaut euch mal einfach diesen Renntag an, dann seht ihr das. Man sieht's auch von hinterherfahren. Alter, das ist halt Leroti so das Problem, dass die Sprünge ihm zu frustrierend sind hier. Hä? Was? Das ist mein Problem mit Need for Speed 4 und Nice. Man muss halt eben wissen, wo man abspringen muss und bei denen weiß ich es halt eben nicht. Und die Sprünge hier sind eigentlich alle relativ reproduzierbar. Außer... Ja, ein bisschen so random, ich das hier nicht, das muss ich aber auch sagen. Ein bisschen random wirken sie schon. Ja, das ist halt, das kommt halt wirklich darauf an, wo man... Es recht dieser eine Sprung, man drüber fährt. Das ist immer, die Stelle, wo du abspringst, macht den Unterschied. Das ist bei Need for Speed 4 und bei Nice genauso. Ja, aber erst recht dieser Sprung vor Start und Ziel. Aber bei Need for Speed 4 ist... Wenn du den Scheiße nimmst, dann... Weil bei Need for Speed 4 reicht ein Pixel Unterschied aus und der springt völlig anders und das ist bei HP2 etwas toleranter. Also ich baue nur noch Unfälle, ich will nicht mehr. Es gibt auch hier Mistsprünge, also der, was ist denn das jetzt, Wine Country oder sowas, wo man da bergauf, nach dem U-Turn bergauf diese zwei Hucke hochfährt, da kann man auch gewaltig abfliegen. Ja, der da eben bei dem Berg, ich habe sogar noch leicht abgegriffen, was man normalerweise nicht muss, und trotzdem ist der da abgeflogen, das war jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Ja, der hier geht auch zu den lästigeren Sprüngen, das stimmt auf jeden Fall. Ihr habt gar nicht so einen Renngegner da wie sonst immer. Ach, naja, ich sehe den Demon schon direkt hinter mir, so ist es nicht. Das Problem ist, dass der Sprung mich abgefuckt hat. Welcher Renngegner? Alter, wieder die Abkürzung nicht genommen. Ja gut, jetzt kann ich es nicht mehr beurteilen, weil ich euch jetzt aus den Augen verloren habe, aber... Ja, aber das lag wegen dem Sprung. Ich habe da sogar schon abgebremst und trotzdem hat der dann... Naja, und davor warst du vorne, ne? Ja. Aber der hat ein Flugzeug gemacht. Ich bin so kurz davor, diesen Renntag zu Rage-Krippen. Das habe ich gerade nicht so verstanden, warum, weil normalerweise geht er sogar Vollgas, aber ich habe extra auf Sicherheit vorige Runde gemacht und er fliegt ab. Man könnte ja bei den Pedalen noch nachfährst oder so in 2A, fehlt 2A. Ja, mit den gleichen Pedalen nachfahren macht keinen Sinn. Nee, natürlich nicht.
So, bitte Sprung. Töte mich. Ja, ist aber nicht hängen geblieben. Na, diesmal hat er mich nicht in Ruhe gelassen. War extra smooth stattdessen, ey. Ich war eigentlich nur ein bisschen sehr hoch, aber dann bin ich halt vor die Palme geflogen. Weil eigentlich hilft das immer, schräg über den Rasen zu fahren, dass man ja nicht abzieht, aber... Gut, aber normal bremse ich da auch und mit dem Auto dachte ich mir halt mal, ja, flat. Ja, normalerweise geht das auch, aber das traue ich mir nicht. Ich bremste immer, auch mit dem OP. Viking! Wann bremst ich nicht? Welten mit deinem. Ja, du hast ja keine Wahl, aber. Jetzt habe ich die Abkürzung nicht genommen, weil ich die Zentimeter zu weit links oder so gefahren bin. Ich habe gerade den Moment, ich will nicht mehr rennen. Das hat bestimmt der TÜV eingebaut, weil er sonst nicht verkehrssicher ist, der Wagen. Hast du nämlich bestimmt gebraucht, total verschlissen irgendwo her. Und dann hat der TÜV gesagt, ja, wenn du mit dem weiterfahren willst, musst du aber ab und zu abbremsen. Weil sonst könnte es sein, dass er auseinanderfällt. Und jetzt hast du den Salat. Hättest du dir mal einen Neuwagen geholt? Welchen Salat genau? Alter! Was genau? Was? Ivi hat eben irgendwas mit genau gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich auch nicht. Oh, zwei Crash-Strecken nacheinander. Den was mache ich denn jetzt? Antwort da drauf. Was? Karte ist leer? Was ist los, Kirsche? Ja, ich bin gerade zweimal, ich weiß nicht, unmotiviert abgeflogen. Keine Ahnung. Du kannst auch gerne motiviert abfliegen, habe ich auch kein Problem. Wie geht das? Weiß ich nicht. Boah, mach hier keine Scheiße. Wie kann man denn motiviert abfliegen? Ja, vielleicht wenn man quasi versucht, eine neue Bestzeit rauszufahren oder so, und dann muss man halt was riskieren. Wenn man dann abfliegt, dann hat es ja wenigstens irgendwie... Ja, man weiß mal warum. Ja, man kann ja als Beispiel Underground 2 nehmen, da ist man motiviert, die Wände mitzunehmen, weil das schneller da ist. So viel Wallride wie in Underground 2, das ist... nee. Also, wobei, also ganz ehrlich... Ich weiß, was ich in Underground 2 hasse. Du Scheiß, ey, du fährst gegen ein Fahrzeug und machst erstmal einen 10 Milliarden Überschlag. Ja, ja, das ist richtig heftig, die Unfallwirkung. Boah. Das haben die so bescheuert gemacht. Boah, das fuckt mich aber so richtig ab. Ich hab in den Videos gesehen, das Wallriding da, ne, da weiß ich wieder, warum ich Underground 1 lieber mag. Weil das ist ja bei Underground 2 richtig schön. Und dann haben sie danach hier Most Wanted gemacht und dann machen sie das genaue Gegenteil davon. Paar Underground 2, fahr mal gegen ein Fahrzeug, du machst keine Ahnung was für ein fucking Überschlag. Als wäre dein Fahrzeug nur ein Kilogramm schwer. Andersrum wäre lustiger gewesen. Ja, also nicht so ganz, aber bei Most Wanted haben sie es dann ja wieder komplett übertrieben, dass sie die Unfallwirkung so gering haben. Ja, außer die LKWs, ne? Die ja, die schon, Art. Aber trotzdem, sonst hast du ja sowas von keine Unfallwirkung. Es ist der Wahnsinn, das ist auch das komische, ne? Der LKW, ne? Da passiert gar nichts, der Steiner hat wie aus Beton. Trotzdem ist es, wer weiß, was für eine krasse Unfallwirkung in Underground 2 ist. Ja. Also, das ist das, was ich so daran hasse. Du berührst noch ein Fahrzeug, ja, gut, dann überschlägst du dich, du stehst plötzlich falsch rum auf der Strecke. Okay. Oh, dann willst du währenddessen drehen, das Fahrzeug sagt. Ah, oh, das ist immer hochschön, wenn da jetzt so dumm rum. Ja, und halt wie gesagt, muss man das komplette Gegenteil, da fährst du irgendwo gegen und im Prinzip ist es fast egal. Boah, das war knapp. Außer du berührst einen LKW. Ja. Dann. Oder man ist halt kurz davor überholt zu werden von der Kubi-KI und hat dann, ein Auto, aber ansonsten stört das ja fast nicht, wenn man dann einen Unfall baut. Oh, ein bisschen Speed kostet es ja trotzdem. Ja, schon, aber ist schon recht wenig Unfallwirkung auf jeden Fall. Ja. Was sie bei, ja, die haben sich so gedacht, was sie bei Underground 2 übertreiben, nehmen wir bei Most Wanted dann einfach raus. Das ist doch, das hat ja grundsätzlich so gemacht, ne?
Need for Speed 2 richtig heftige Überschläge in dem Spiel. Gut, machen wir Need for Speed 3. Ja, da passiert fast gar nichts. Da muss man wirklich einen LKW bei dir reingekracht haben, der auch einen Überschlag passiert. Sieht man bei Need for Speed 2015. So Mittelground finden sie irgendwie nicht. ist doch bei Need for Speed 2015 nicht anders. Handling mehr auf Drifting ausgelegt. Payback, ja, da hast du wieder Standard-Handling. Das macht aber auch eigentlich Sinn. Ich meine, nichts wäre schlimmer, als wenn alle sagen würden, das Spiel ist genau wie der Vorgänger, den brauchst du dir nicht kaufen. Ja, aber wenn sie das so krass vom Handling oder von der Steuerung oder wie auch immer ändern, ist so, ne? Muss man nicht so. Das ist schon richtig. Sagen. Aber ich finde, eine normale Unfallwirkung, nein, kann man schon mal machen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Underground Stress, 2 das ist normale Unfallwirkung, das ist es nicht. Im Leben nicht. Der Überschlag, den du da machst, weil du ein Auto berührst, das ergibt doch keinen Sinn. Ah, das Rennen ist läuft besser. Na gut, es gibt bei Panzern gibt es so aktiven Armor, wie heißt das? Aktive Panzerung. Das heißt, wenn da irgendwie eine Rakete oder irgendwas einschlägt, dann die Panzerung explodiert. Das ist Sprengstoff, die Panzerung. Vielleicht haben die da in den Autos bei den Unfällen auch eine aktive ja. Außenhülle. Ja, klar. Das würde zumindest erklären, warum das dann so in der Gegend rumfliegt. Man muss dagegen. Ja, das würde natürlich auch erklären, warum die nicht kaputt gehen. Ja? Und nur die Bullen kaputt gehen. Es ist sowieso komisch. Die einzigen, die wirklich kaputt gehen können, sind die Bullen. Ja. Ja gut, die haben aber auch. Das Beste ist ja, wenn die Bullen, wenn du in ein LKW fährst und die Bullen davon ausgehen, dass du auch Schaden hast und die dann sagen, ja, das war's dann wohl oder so. Und dann fährst du einfach weiter. Ja, gut, aber die Kopffahrzeuge, das ist auch kein wirkliches Lizenzfahrzeug von denen, glaube ich, ne? Deswegen kannst du die ja keine Ahnung wie zerstören. Ja klar, die sind keine Lizenzfahrzeuge, deswegen ist es erlaubt. Da ist dieses Thema wieder bezüglich Lizenzen in Rennspielen. Na, ich glaube in dem Moment war es einfach der Grund, weil sie das Paket halten wollten. Ja, aber wenn der Lizenzgeber sagt, nein, wir möchten nicht, dass das Fahrzeug kaputt geht. Ja klar, aber in dem Moment glaube ich, dass es den Grund hatte, dass EA das Paket halten wollte. Das ist richtig, aber selbst den halten, was der Lizenzgeber halt natürlich sagt. Ja, das ist und das ist halt das, was ich bis heute nicht verstehe, warum die Lizenzgeber sagen, nein, wir möchten nicht, dass das Fahrzeug kaputt aussieht. Das gibt schlechten Ruf. Das ist so ein totaler dummer Grund. Er sagt denn bitte nur, weil das Fahrzeug, wer weiß, wie aussieht, das ist heißt, nee, das möchte ich mir jetzt nicht mehr kaufen, das sieht einfach so scheiße aus. Tut mir leid, aber nee, das will ich jetzt nicht mehr. Bei allem in Fast Formel 1 oder so geht die ja auch kaputt. Bei Formel 1 oder Crew oder Test Drive, da dürfen die Dinger noch nicht mal umkippen. Oh Gott, ist, ey. Es ist so bescheuert, deren Regelung. Die ergeben doch von vorne bis hinten keinen Sinn. Jetzt nur mal so, du fährst es, du siehst, es hat so kaputt, sagst du dann gleich, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr fahren, das sieht so, wenn das kaputt ist, sieht das so aus? Nein, im Leben nicht. Also, sorry. Und diese Regelung ist so bescheuert. Da waren ein paar Stellen, die waren nicht ganz so effektiv gefahren. Da geht auch eine 2,35. Ja, ich hatte auch ein paar Stellen, die nicht so effektiv waren. Nennt sich Runde 1 bis 4. Aber es stimmt schon, ich kann mir auch vorstellen, dass die das bei Most Wanted gar nicht wollten, dass das kaputt geht. Ja, wollten sie nicht, das nein, soll, grundsätzlich, soll ja okay sein. Grundsätzlich Spiele, wo du Lizenzfahrzeuge hast, da kannst du locker von ausgehen, die Fahrzeuge gehen nicht kaputt. Wobei, ich glaube, bei Pro Street können die für kaputt gehen, oder? Perfektes Beispiel ist The Crew 2. Ja, die können ja nicht mehr umkippen. Nein, aber du hast in The Crew 2 einen Spielmodus, der nennt sich Destruction Derby. Okay. Und was ist es? Das sind Marken, die kennst du nicht. Die gibt es so nicht. Die Fahrzeuge gehen komplett kaputt. Ja, aber wenigstens haben sie da solche Autos genommen, statt dass sie den Spielmodus ganz weggelassen haben. Aber dann hast du sowas wie einen Rundkurs. Was hast du? Du fährst einen Mercedes, einen Ford, einen Ferrari, einen Lamborghini. Ja.
Und was ist? Du baust da, wer weiß, hast du einen Unfall? Das Fahrzeug sieht aus, als wäre nicht was passiert. Weil die bei Crew ja noch nicht mal umkippen dürfen. Wie willst du dann das Destruction Derby vernünftig machen, wenn die nicht mal umkippen dürfen? Das passiert beim Destruction Derby, glaube ich, aber. Ja, siehst du? Weil sie da keine Lizenz dazu haben, dürfen sie auch wieder umkippen. Es ist trotzdem traurig. Es ist traurig, richtig traurig, ja. Ich habe mich immer gewundert, wieso haben die das so gemacht, dass die Autos nicht umkippen dürfen? Lizenz! Das habe ich dann auch erfahren, irgendwann. Da war ich echt doof, einfach nur wow. Grundsätzlich in einem Rennspiel, wo du Lizenzen drin hast, weißt du, safe. Ja, Fahrzeug überschlägt nicht, Fahrzeug geht nicht kaputt. Vielleicht kannst du noch nicht mal viel tunen, weil das der... Ferrari ist doch das perfekte Beispiel. Hast du eine Ferrari? Hast du ein Rennspiel mit, wo eine Ferrari ist? Wie viel darfst du da tun? So gut wie nix, weil Ferrari das nicht will. Und er hat eine 235 gefahren. Und die ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum es in den ganzen Tuning-Spielen keine Ferraris gibt, oder? Hat nicht Forza? Und die Crew 2 hat sowieso. Aber ein ASAC-Rekord war es für mich, aber an Kirsche komme ich natürlich nicht ran. Ich will nichts gegen Ferrari sagen, Tomita, weißt du, aber. So, manche Vorgaben ergeben einfach keinen Sinn. Nee, natürlich nicht. Mich wundert generell, dass die da Lizenzen für die Spiele da teuer verkaufen, anstatt dass die sich freuen, dass da kostenlos Reklame gemacht wird. Ach, jetzt kommt die totale Scheiße. Welches Fahrzeug war das? War das vielleicht? Die totale Scheiße. Welche waren das jetzt mit der Todesstation? Ja, Scheiße, welchen Skin müssen wir denn jetzt nehmen? Diesen bräunlichen da oder was? Das vorher nicht da war. Ich glaube, das über dem roten. Ja, keine Ahnung, welches vorher nicht da war. Das müsste der sein. Bin ich dran? Ich bestimmt, ne? Ja. So. Haben wir jetzt alle in hellbraun, ja? Haben wir jetzt alle die totale Scheiße? Ich will's offen. Also bei mir sieht's gut aus. Mir sieht's normal aus. Nee, meine sieht auch normal aus. Oh nein, die falsche Farbe genannt. Was ist da? Also haben wir nicht die totale Scheiße. Wollen wir doch bei Neustart? Das Auto ist die. Das können wir auch machen von mir aus. Ja, aber es bringt ja nichts. Wir müssen erstmal rausfinden, was es ist. Es bringt jetzt nicht darauf, neu zu starten und jede Farbe zu testen. Es ist das andere bräunliche dann. Nein, au! Okay, alle sind ausgefahren, das ist genau, okay? Nee, Kirsten ist. Ich wollte schon sagen. Ja, ich bin kein Maßstab für heute. Ich wollte das sagen, Kirsche wird doch normalerweise immer die falsche Abkürzung. Jetzt haben wir alle den falschen genommen, oder? Ja, yep. Alle den gleichen falschen. Sieht auch hier auf der Karte gar nicht mehr so braun aus, sieht irgendwie so gräulich fast aus. Ja. Ja, Farbe halt keine totale Scheiße. Doch, fahren wir doch, trotzdem doch, noch. Es ist nur trotzdem falsch beschriftet. Ja, so gesehen ja. Oh, ihr hättet den fünften gebraucht, hätte ich nicht gedacht, okay. Ich weiß nicht, ich hänge hier im fünften und es fühlt sich fürchterlich an. Aber ich hatte 216 festgesteckt. Okay, die Geschwindigkeit weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Keiner. Ja, aber das Auto, das hat auch ab dem fünften Gang keine Motorleistung mehr. Also das ist normal, dass sich das schrecklich anfühlt. Ne? Also musst dich nein! Der ist halt total scheiße. Ab fünften Gang ist die Motorleistung komplett weg. Da geht da nichts mehr. Oh echt, da kommt gar nichts mehr, ne? Ich hätte vielleicht die letzte Kurve noch mit dem vierten fahren sollen. Da kommt echt. Ich finde übrigens witzig, ich bin falsch gefahren. Die Abkürzungen bei der PlayStation-Version seht ihr auf dieser Strecke. Ja, ist das Spiel halt unfinished. Ganz klar. Weil die Strecken werden da safe gekennzeichnet. Mein Schiff hat ganze Arbeit geleistet. Ja, ich habe ihn auch rausgeschoben. Ja, beim HSV kann uns der Fehler nicht passieren, weil da ist es blau. Das, da gibt sich das auch nur ansatzweise aus. Oder gelb, gehe ich mal von aus. Oder gelb, aber gelb gibt es sowieso nicht. Also, ich glaube, blau und gelb können wir doch von den anderen Farben unterscheiden, die es gibt. Na, wer weiß. Ja, vielleicht sollte man hier, keine Ahnung, mal genauer gucken, wie sie sind. Haben wir nicht den Custom Skin? Das ist scheiße. Das vielleicht mal so umsortieren sollen, dass der Standard-Skin dein Ding ist.
Oder du darfst, keine Ahnung, falls du den Punkt irgendwie sagen kannst, hier von wegen, das Pink ist das oder I don't know, so, weißt du? Ja, das ist theoretisch sogar möglich, das kann ich sogar so machen. Nee, einfach umsortieren, dass die Standardfarbe, ja, deine Farbe, dein Ding ist. Das kannst du ja umsortieren. Hast du eigentlich so wie Kirsche da auch ein Copyright drauf gesetzt? Nee, Kirsches Skin heißt ja immer von wegen Design by Kirsche oder so? Collard, ja, also eingefärbt. Weil designt habe ich da gar nichts, ich habe nur Farben geändert. Ja, aber so irgendwas steht auf dem Kennzeichen. Auf der Stoßstange, auf dem Kennzeichen, genau, ja. Ja, bei der Canix-Version habe ich Canix Version by Tomete, das habe ich da drauf geschrieben, aber... Mach das doch beim HSV auch. Ja, beim HSV habe ich das ja gemacht, bei der Canix-Version. Bei dem, ich meinte den mit dem HSV-Scannern jetzt. Ach so, ja, das kann ich doch machen, ja. Bei dem schon mal langsam mit dem Auto. Aber ich denke mal, schlimm ist es jetzt nicht auf die Kennzeichen. Also ich fahre die ganze Zeit falsch. Ich kotz ab, Alter. Beim TS50 steht totale Scheiße auf dem Nummernschild. Da bin ich jetzt ganz schlecht durchgekommen, weil er sich vor der Kurve noch gedreht hat. Solltest du bei Canix ja den Joke hinschreiben, Canix. Es ist halt nicht schlimm. Ja, ist immer die gleiche Ziel, muss ja auch nicht sein. Das Gewicht, das schaukelt sich halt überall hin, ne? Da kannst du nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber bei der KX-Version steht auch drauf, was für die falschen Reifen da fährst du, so scheiße. Ja, das ist ja gerade das Lustige daran. Und Eddie ist drauf. Eigentlich müssten wir KX bei jedem Fahrzeug haben. Da kann zumindest sagen, ich fahre weiterhin KX. Ja, aber ich will nicht immer Geld nehmen hier. Boah. Diese Kurve rumzukommen, ist auch eine Kunst für sich. Warte mal, ist dein Discord-Status nicht sogar? Hast du die falschen Reifen drauf oder fährst du die Scheiße? Ja, ja. Und da hat sie das nicht. Ich meine, das ist dein Discord-Status sogar. Ja, ja. Ist ja auch mittlerweile so ein Insider geworden. Ich meine, ist es schon 4. oder 5.? Ne? Ist es meine Roma? 5. Ja, ich auch. Ich dachte, wir könnten mal vergleichen, was besser ist. Ich wollte hier nicht schalten, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob es jetzt vorher oder nachher besser ist. Ich auch. Besser jetzt unterschiedlich gewesen wäre, hätten wir es gesehen, aber. Bei diesem Schiff ist das ja so eine Sache. Da kann man sich nie sicher sein bei so einem Schiff. Das ist aber auch ein Schiff, du meine Güte. Boah, dass die Leitplanke das aushält. Ah, die ist stabil. Wobei, ich glaube, heute ist das gar nicht so schlimm, dass wenn ich die KX-Version fahren. So wie das Ding sich dagegen leben muss und dann eigentlich kommt schon die totale scheiße Version. Eigentlich ein Wunder, dass Wendepunkt.org uns nicht den HSV gegeben hat. Ja. Aber so viel Zeit das Schicksal, wenn man mal wollte, kriegen wir nicht. Aber dafür haben wir halt das Ding hier gekriegt. Ja, und trotzdem fahren wir den Custom-Skin nicht. Oh, du holst aber aus, du. Gott, das wäre. Wo willst du denn hin? Der hüpft da auf einmal ganz komisch. Ach so. Ich dachte, du wolltest einen Waldspaziergang machen. Ja, wollte ich auch, aber erst nach Start und Ziel. Komm. Einfach nicht genug Schwung gehabt. Wenigstens ist die Hupe noch vernünftig, nicht so wie beim Ferrari. Oh, 1,43. Oh Gott, Schiff. Tu's nicht. Bleib hier. Das Schiff macht mir Angst. So. Womit sich die Aufhängung gegen die Leitplanke neigt bei dir, ne? Muss ich wirklich sagen, respektabel, stabil gebaut da. Wer auch immer das geschweißt und geschraubt hat, ja. Ja,
passt sogar zu Hotcast fast passen. Das ist ein Song von Painkiller. Bitte? Das ist ein Song aus Painkiller. Ja, man könnte fast reinpassen, oder nicht? Prinzipiell schon, ja. Ja, auf der PlayStation-Version finde ich gleich. Beim Üben habe ich heute auch bei so einigen Liedern gedacht, Mensch, warum haben sie das nicht eingebaut ins Spiel? Ja, als ob die für die PlayStation nochmal neue Lizenzen für Songs kaufen. Naja, wenn sie das ganze Spiel verändern, würde mich dann nichts wundern, ganz ehrlich. Also, sorry, aber wenn du dir die PlayStation-Version und die PC-Version anschaust, mich hätte es nicht gewundert, wenn das auch noch andere Lieder bekommen hätte. Ja, gut, das kostet ja Geld. Die PlayStation-Version hat auch Wüstenstrecken und so, ne? Die letzte Runde. Ja, eine komplette Strecke mehr mit Steckdaten mit drin. Und neue. Oh, die Reifen, ne? Oh. Und halt auch. Die brauchst du nach der Runde nicht mehr. Ne. Detailtechnisch auch nochmal eine komplette Änderung, so heißt. Ja. Das ist halt eine der Abkürzungen hier auf dem Bereich. Fällt dir das HSV-Coupé mit Reifenverschleiß vor? Hätte, hat zum Beispiel so Feuerwehrfahrzeuge, die versuchen, den Wald zu löschen. Also den Waldbrand. Ja. Ja, das sieht so cool aus. Das ist alles voller Nebel, man sieht überhaupt nichts. Das mit den Feuerautos, das sieht geil aus. Hat man bei mir gesehen, ja, glaube ich, oder war das doch in den anderen Videos? Ich hab nur bei mir. Das sieht richtig cool aus. Bei dem anderen Video auf der National Forest Strecke, da sieht man auch wirklich auf dem Boden eine Spiegelung, weil es da nass ist. Das sieht richtig cool aus. Oh ja, richtig viele Features. Da ist halt, verdammt, ne, viel mehr Detail drin. Ja, viel mehr Features, viel mehr Detail in der Grafik. Das ist echt traurig, dass hier alles fehlt. Und das sieht halt so geil aus, wie das da brennt und die Feuerwehrautos das da löscht. Also, das sieht so cool aus, mal ganz ehrlich. Und hier ist einfach nur, ja, nix. Man naja, fährt halt nix ist nicht, hier sind Bäume. Ja. Und Bäume. Ja. Hier ist eine Brücke. Ja. Unfinished Spiel hier. Wie gesagt, also ich kann die PlayStation oder so jetzt nicht entdecken oder so. So viel fehlendes Potenzial. Selbst das Physikmodell ist unfinished. Weil da sind einige Sachen, die in der Exe drin sind, die in der INI aber nie benutzt wurden. Also selbst die Physik ist unfinished in dem Spiel. Umgekehrt, in der INI sind sie benutzt und in der Exe, also in dem Renderer, fehlen sie. Nee, in der Exe existieren die Sachen, aber in der INI wurden sie halt nie benutzt, weil sie eben halt keine Funktion haben. Das wäre umgekehrt, dass es in der INI Sachen gibt, die man einstellen kann, die keine Funktion, die halt nichts machen. Wieso fahre ich die Abkürzung jetzt nicht? Wie gesagt, es sind alle Sachen in der Datei drin. Das war geplant und was nicht. Wie war das mit Scheinwerfern und bla und so ein Kram? Weil das Physikmodell sollte ursprünglich noch erweiterter sein. Tag, ja. Nacht hat die PlayStation nicht. Die PlayStation hat nur sonnig oder bedeckt. Ja. Aber hier sollte es auch Wetter geben, aber hat es ja, alles nicht ins Spiegel geschafft. Es gibt doch Wetter, genau eins. Bedeckt und sonnig, ja, hatte die PlayStation bekommen. Ja, PC sollte sogar Wetter haben, aber ja. Hat es halt alles nicht ins Spiel geschafft. Also die Version hätte toll werden können, wenn sie eben mal das Spiel fertig gemacht hätten. Ja, die PC-Version ist sogar schlechter damals bewertet worden als die PlayStation-Version. Ja, wundert mich nicht. Gesehen. Wahrscheinlich gibt es von den ganzen Features eine Beta-Version, die war halt nur so schlecht, dass sie wieder rausschmeißen der mussten. Der Sieg gehört dir! 1,42 fährst du mit dem Schiff, okay? Das Beste ist ja, die PlayStation-Version hat ja, ja auch eine neue. Du hast einen neuen Rundenrekord geschaffen! Dacht der Typ! Was hat die PC-Version? Das ist gut. Deine letzte Runde. Bei den meisten, also bei 4 Rennen hab ich, ja, ASAC-Rekord gebrochen, also. Ja, Dennis, mein Video, auch. Wie oft hat der Typ mir gesagt, ich hätte hier einen Rundrekord gebrochen? Was sagt die PC-Version? Nein, gar nichts. Ja gut, die speichert ja auch keine Rundenrekorde. Also es sei denn von diesem einen Rennen halt. Ich meine, aber gibt es weitere Audios halt auch zu. Und da ist plötzlich noch eine Frau, die mit einem redet, was auf der PC-Version nicht ist. Dass da zwei verschiedene Audios stimmen. So,
BMW M5 war das jetzt, ne? Ja, leider. Kommt ja noch Social Mission. Der ist mir lieber als das Schiff. Jupp. Ja, gut, das ist aber auch keine Kunst. Ist aber auch ein scheiß Auto. Wir haben Need for Speed 1 Musik. Keine Ahnung, Saki Kaskas. Ja, das war der Typ, der die Musik komponiert hat. Und es ist halt Need for Speed 1 Musik. Route 99 steht da. Also in Klammern noch 05, aber das wollte ich jetzt nicht noch zeigen. Gute Need for Speed 1 Musik. Was irgendwie Multiplayer kann, wie ich von dir erfahren habe. Ja. Aber die Mutti hat das sogar in Windows zum Laufen bekommen, dann kannst du es. Aber durch diese ganze DOS-Kacke habe ich keinen Bock auf den ersten Teil. Need for Speed 1 geht Multiplayer? Ja. Ja, aber läuft doch auf diese DOS-Box-Kacke da. Ja, gibt es auch in der Windows-Version, aber das ist 16-Bit, da brauchst du halt eine virtuelle Maschine dann. Aber da hat Lehut jetzt hinbekommen, sogar darüber laufen zu lassen und dann hast du TCP statt Modem und mit TCP hast du dann noch 8 Spiele und da meinte Lehut ja auch, dass der Input-Lag dann weg ist. Aber da braucht man wahrscheinlich auch wieder irgendein VPN, oder? Das ist easy. Nummer 1, der ältere Need for Speed Teile, wo du kein VPN brauchst oder so ein Kram. Aber alle brauchst du. Alle brauchst du keinen, außer bei. Ja, und bei Need for Speed 1 könnte es sein, wegen der virtuellen Maschine jetzt, aber. Weil sonst können alle Need for Speeds doch ohne VPN. Selbst Need for Speed 2 kannst du ohne VPN spielen. Komm mir nicht um die Ecke, du packst Need for Speed 1 in unseren Renntag mit rein. Das hat zu wenig Content dafür. Was auch klar ist, weil die Festplatten damals klein waren, aber. Nein! Ja. Aber okay, es ist nicht. Halt. Es ist halt, ja, zu wenig Content, als dass man das für die Ewigkeiten spielen kann. War der erste Need for Speed Teil halt, mein Gott. Ja, es war Festplattengründe, ne? Die Festplatten waren ja damals sowas von klein. Da kannst du nicht so viel Content bringen. Ich habe gestern mal meinen Schrank mit alten Computerkrams ausgemistet. Hab dabei eine 4,5 GB große IBM-Festplatte gefunden. Und dachte mir, bevor ich sie wegschmeiße, guckst du doch mal in eBay, ob man die verkaufen kann. Und die hat tatsächlich vor kurzem, ist die ein paar Mal verkauft worden, für 70 bis 100 Euro. Ja, kann man machen. Wobei die hätte ich glaube ich auch bei. Ist eine SCSI-Platte, vielleicht ist deswegen die hier noch irgendwie interessant, keine Ahnung. Ich glaube, für eine IDE-Platte würdest du kein Geld mehr kriegen. Jetzt muss ich echt mal gucken, ob ich die noch irgendwo ins Laufen kriege, dass ich den Quatsch drauflöschen kann, runterlöschen kann, der drauf ist, und dann stelle ich die bei eBay ein. Manche nehmen das halt für Retro-PCs, manche stehen ja darauf, einen echten PC zu haben. Auch wenn es auf neueren läuft. Was denn für Musik? Was für ein Chor haben wir denn da? Klingt spannend. Was sagt denn unser Titel? UT 2004 steht da auf jeden Fall. Achso, ja gut, dann war das auf einer Map. Da habe ich dann keinen Einfluss drauf, dann muss ich das mir mal notieren, das Teil. K-R-O Jesu. Okay. Es war dann auf einer Custom-Map von UT 2004 drauf, das Teil. Okay, muss ich mir notieren, nehme ich raus. Das gefällt mir auch nicht. Du bist Zweiter. Nimm einfach alles Stern Jesu raus. Da könnten aber ein paar Sachen dabei sein, die dir gefallen. Ich hab ja gewonnen. Ach verdammt, ich dachte, er merkt's nicht. Das ist so selten hier. Aber der Renntag ist eh vorbei, soweit ich weiß, ne? Jupp, das war der Letzte. Dann sind wir auch von dem Song erlöst. Ja gut, das ging doch geil mit der Cheat-Engine.